Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Heute mit einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar stellen wir heute die Mods vor, die heute im Mod-Hub von Giants veröffentlicht worden sind. Wir starten direkt mit der ersten Mod. Und zwar handelt es sich dabei um diese vier Einheiten hier. Und zwar heißt das BR-72 Sackheber. Die Mod-Beschreibung sagt: Agri-Manutention BR-72 Sackheber für Teleskoplader, hergestellt in Frankreich. Preis 1000, 1500, 2000, 2500 Euro, jeweils hier gesehen von links nach rechts. Wie ganz klar anzunehmen ist, sind das hier Werkzeuge, die an den Teleskoplader angehängt werden, um Säcke zu transportieren und oder zu entleeren, ne? Entsprechend zu lagern. Ja? Wir schauen uns das gleich im Shop an. Also der Hersteller Agri-Manutention, Kategorie in den Teleskoplader. Der Autor ist Fred Modding. Die Größe ist 1,16 MB in der Version 1.0 und es ist für PC und Mac. Im Shop schaut sich das so an, und zwar von links nach rechts natürlich die entsprechenden Werkzeuge: 1000, 1500, 2000, 2500 Euro, wie schon erwähnt, und diese sind gedacht, um die entsprechenden Säcke zu transportieren. Kommen wir zum nächsten Teil hier, und zwar handelt es sich hier um einen Anhänger von der Marke Rigual. Die Marke Rigual, wie bereits gesagt, der Autor von hier in diesem Falle hier ist Savvy Modding oder AM Modding. Savvy Modding wahrscheinlich für Sevilla Modding, und zwar sagt die Beschreibung hierzu: Dies ist ein spanischer Ballenanhänger der Marke Rigual, der sich durch seine gelbliche Farbe auszeichnet. Dieser Anhänger kann bis zu 18 Ballen transportieren. Preis 11.500. So, und das ist dieser Wagen hier. Sieht sehr gut aus. Schön. Schön in den typisch spanischen Farben. Und im Shop präsentiert sich das folgendermaßen: Der PLT 600, hier in diesem Falle hier, gibt es die zwei Möglichkeiten zur Änderung. Und zwar einmal die Knock-in Tires und die Trelleborg. Ja, ich sehe hier, dass die günstigste Variante nicht, wie in der Beschreibung gesagt, 11.500 ist, weil es gibt keine Möglichkeit, den Wagen für die 11.500 zu kaufen, sondern die günstigste Variante, die Nokian Tiles, ist ja schon 12.000, weil 500 Euro schon für die Reifen dazukommen. Die nächste Mod ist der Evers Agro HSD 600, ein Tiefenlockerer. Die Beschreibung sagt: Der Evers Holsteiner 6-300 ist eine sehr robuste Maschine zum Lockern des Ackers. Der Rahmen ist speziell ausgestattet mit einem Zapfwellendurchgang und einer verstellbaren 3-Punkte-Aufnahme für nachfolgende Geräte. Preis 10.500 Euro, Arbeitsbreite 3 Meter und benötigte Leistung 100 PS. Okay, also das ist die Kategorie Tiefenlockerer. Der Autor dazu ist Vertex Design, also kein geringerer. Die Größe ist 11 Mega in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar sieht sich das im Shop folgendermaßen an. Das ist das hier. Also hier ist wahrscheinlich hier gedacht, dass hier der Durchgang ist für die Zapfwelle. Und dass es hier eben einen zusätzlichen 3-Punkte-Hitch gibt, ja? Keine weitere Möglichkeit zur Konfiguration. So ist hier dieses Gerät, ja? Okay, das nächste Gerät, was wir hier haben, ist der Dosemändler. Die Beschreibung sagt: Dosemändler, Grundpreis 7.500, Arbeitsbreite 3,50 m, Leistungsbedarf 90 PS und Grundfarbenoptionen.
Zwar ist das hier ein grober, also Kategorie grober, und der Autor dazu ist Mert. Und die Größe, für den, die Downloadgröße ist hier, ist knappe 7 Megas und ist auch für PC und Mac und präsentiert sich im Shop folgendermaßen. Das ist das hier. Da gibt es ein Design, da wird ein Holzbalken angehängt, wahrscheinlich um ein bisschen mehr Gewicht zu geben. Das ist diese Option hier. Und dann gibt es die Grundfarben hier zur Wahl. Nochmal, das ist der Dosemännler von Mert. Einem grober für euren Spielstand. Eine weitere Mod, die heute veröffentlicht worden ist, ist nicht ein Arbeitsgerät, sondern hilft dabei, zum Beispiel Sachen, Aspekte des Spiels besser zu machen. Und hier zum Beispiel den HUD-Umschalter. Alt und 1 schaltet den HUD aus. Es gibt jetzt bisher verschiedene Mods, wo man den HUD ein- und ausschalten kann. Aber das ist wahrscheinlich der einfachste, ist Alt und die 1. Nicht Alt und das Numenpad, sondern ganz normal die 1 ganz oben. Ja, Alt und ein- und ausschalten. Okay, diese Mod ist eine unter Kategorie Diverses, wird natürlich nicht als solches angeboten. Autor ist Viper GTS N96, Größe 13 Kilobyte, ist ein Script-Mod und ist natürlich in dem Falle auch nur für PC und Mac. So, der nächste Mod ist, heißt überall malen und Gelände verändern. Die Beschreibung sagt überall malen und Gelände verändern. Dieser Mod für den Landscaping-Modus macht es möglich, überall das Terrain zu bearbeiten, Foliages und Bodentexturen zu malen. Es spielt keine Rolle mehr, ob das Land in deinem Besitz ist. Du kannst sogar unter Unplaceable das Terrain bearbeiten oder auf den Straßen. Der Mod ist perfekt, um Fehler zu reparieren, die beim Platzieren passiert sind. Zum Beispiel, wenn zu dicht an eine Straße etwas platziert hat und plötzlich das Terrain durch die Straße schaut. Es ist ebenso ideal, um die kleinen Löcher zu fixen, die manchmal am Rande von Placeables auftreten, wenn man daneben Terraforming betrieben hat. Abgesehen davon ist es natürlich einfach toll, überall ohne Restriktionen alles anpassen zu können. Also, das heißt, ich besitze das Land jetzt hier nicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier ins Baumenü, ins Landschaftstool und kann jetzt hier frei malen. Ne? Ich kann jetzt hier frei irgendwie was hinmalen. Ich kann Bäume pflanzen, ohne. Es gibt bereits zu viele Bäume, in dem Falle vielleicht gerade nicht die beste Alternative. Ich kann jetzt hier Pflanzen hinmalen. Ich kann Terraforming machen hier. Ich kann, ohne dass das Land mir selber gehört. Ne? Ich kann da selber selbst machen, was ich will. So, dann kommt ein weiterer Mod, und zwar ist hier glasklar gesagt realistische Kabinenansicht. Also nochmal, realistische Kabinenansicht. Dieser einfache Mod wurde entwickelt, um die First-Person-Ansicht aus dem Fahrzeuginneren realistischer zu gestalten. Er verhindert, dass sich die Kamera des Spielers innerhalb der Fahrzeugkabine mehrfach dreht. Er fügt auch kleine Neigungen zur Seite um den Sitz herum hinzu, wenn man aus dem Heckfenster schaut. Alles klar. Also dieser Mod kann bei mir jetzt nicht unbedingt nachvollzogen werden, weil ich habe ein Head-Tracking, also ich habe Track-IR. Und bei mir, ich komme eh nicht weiter, egal wie weit ich mich wende, ich komme eh nicht weiter aus wie 180 Grad Wendekreis. Also bei mir stellt es so oder so automatisch an bei 180 Grad. Das ist aber gegeben durch die Einstellungen in Track IR. Aber auf jeden Fall, für die es Spaß macht, Loki 79, danke herzlich für diese Mod, für alle, die den gut gebrauchen können. So, dann kommt der nächste Mod, ist Fahrzeugkamera Autozoom.
So, hier in der Beschreibung, also Fahrzeug, Kamera, Auto, Zoom. Autor ist LSMT, 19 Blue Dragon 83. Die Beschreibung sagt, Fahrzeug, Kamera, Auto, Zoom ist eine Modifikation, die dafür sorgt, dass beim Einsteigen in ein Fahrzeug die Außenkamera etwas vom Fahrzeug wegzoomt. Ich habe das vorhin versucht gehabt, hat einmal funktioniert, das heißt, wenn man sehr nah herangezoomt hat und dann einsteigt und in die Außenansicht wechselt, dann zoomt die automatisch ein bisschen weg. Aber das hat bei mir nur einmal geklappt. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder aussteige und dann wieder einsteige, oh, dann hat er sich den Stand gemerkt. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie das bei anderen ist, weil, wie gesagt, es kann auch hier zusammenhängen, dass mit Track IR kollidiert. Deswegen aber danke trotzdem, 19 Blue Dragon 83, für deine Zeit und für den Mod. Die Spieler, die den gebrauchen können, werden daran sicher große Freude haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. So, und dann kommen wir zum letzten Mod, der heute beim Mod Hub veröffentlicht worden ist. Und zwar geht es hier um die Spielergeschwindigkeit. Na, mit diesem Mod kannst du verschiedene Laufgeschwindigkeiten einstellen. Verfügbare Geschwindigkeiten sind 0,2, 0,5, 0,7, Standard, 3x, 8x, 15x und 20x. Der Mod wird bereitgestellt von TurboStar. Ist 11 Kilobyte groß und ist für PC und Mac. So, wie geht das? Ihr könnt sehen, oben in meinem F1-Menü steht ganz klar geschrieben B. Spielergeschwindigkeit erhöhen, V. Spielergeschwindigkeit reduzieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier B drücke, dann kann ich hier bis zu 20 mal schneller gehen. Das heißt, ich drücke mal drauf. Das ist jetzt noch ohne die Umschalttaste. Wenn ich das jetzt mit der Umschalttaste mache, dann kommt der Rechner schon gar nicht mehr nach. Dann okay, ja, so. Wenn ich das langsamer machen will, dann die V, kann ich das machen bis zum 0,2. Das ist jetzt ohne die Umschalttaste. Ich drücke jetzt die Umschalttaste, dann geht es normal so in dieser Geschwindigkeit. Ja, dann machen wir es ein bisschen schneller. 0, machen wir es wieder auf normal. So bin ich ein normaler Fußgänger und so bin ich ein gestresster Fußgänger. Ja, so viel zu den Mods, die heute im Mod Hub vorgestellt worden sind, veröffentlicht worden sind. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt den einen oder anderen Mod gebrauchen für euren Safe. Auch allen Moddern nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure Beteiligung an die Community. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Modder, die sich wirklich, die das Spiel so viel besser machen, ne? Und auch uns über die Phase helfen, wo halt Giants noch den Patch noch nicht veröffentlicht hat. Wird aber kommen, ist angesagt für noch vor Weihnachten. Deswegen also Kopf hoch und habt ein schönes Zocken. Ja? Happy Farming und danke, Wiederhören und Tschüss.